Anregung ihrer Synapsen. Mona. Ich wusste nicht, was Mona wollte. Ob es das Gleiche war, hinter dem ich her war. Diejenigen zu töten, die sie umbringen wollten. Die Kugel echt oder eingebildet in ihrem Kopf, die ihre Synapsen anregt. Sie antreibt. Sie war auf der Baustelle angelangt, als ich in dem abgerissenen Gebäude war. Ich weiß nicht, was hier weiter passiert ist. Max, ich bin an der Baustelle. Wo bist du? Ein abgerissenes Gebäude am Ende der Baustelle. Auf dem Weg nach oben. Ich bin auf der falschen Seite. Ich versuche, alles vom Dach zu überblicken. Später. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Wie du willst. Okay, wir brechen uns das Kreuz, indem wir die Hardware hierher schleppen, weil das Choir-Gebäude nicht mehr lange existiert. Aber was sollen wir mit den Leichen tun? Die lösen sich ja nicht plötzlich in Luft auf, wenn das Ding in die Luft fliegt. Das wird eine verdammte Sauerei. Der Boss kümmert sich drum. Da vertraue ich seinem kranken, bösen Herrn. Okay, jetzt stehen wir also Mona. Und das ist jetzt also da, als sie die Baustelle halt betreten haben. Er spielt es also. Na gut. Mal gucken, was ihr jetzt Schönes widerfahren ist. Wo, was soll ihnen widerfahren sein? Kein Schönes. Ihr könnt jetzt nicht weiter. Seid doch gar nicht rumgeballert, oder? Mal gucken. Aber ihr ist doch gar nichts passiert, oder? Wer? Du hast jetzt aber den Kontakt auf, abgebrochen, aber. Schießen die auf mich? Achso. Was? Fit. Ah. So, also unsere Mona hier kann auch gut schießen. Und gut, ist ja auch auf Footkillerin. Wäre es gut, wenn man gut schießen kann. Ich schieß besser. So. Heilt sie schneller oder täuscht das? Ich weiß gar nicht, hat sie genauso viel AP wie Maxi? Kennt ihr jetzt? Ja, das kann sie wieder auch gut. Mucke. Sieht aus wie eine Schmerzmittelsucht hier, wie Max. Gut. Naja, was sie beide verbindet, ist der Schmerz, ne? Sie hat ihre Schwester verloren und er hat seine Familie verloren. Ach ja. Eine Aufzugfahrt nach unten ist wunderschön. Aber sein Teil ist ja wahrlich entspannter und viel angenehmer zu spielen als der erste Teil. Ja, das ist ja wirklich, ganz ehrlich, das ist ja der beste Teil ist von Max Payne. Würde ich sogar, ja. Wie bekomme ich denn hier wie Schmerzmittel? Ja, ich beschwere mich nicht, ne? Passt schon. Find's okay. Je mehr, desto besser, sag ich immer, aber. Wenn man denn ist, dann mir gefällt die ganze Max Payne-Reihe, ne? Ich glaube, Max Payne 1 hätte ich auch mal reingekommen, relativ schnell durch. Wenn ich so weitermache. Weil, im Zeitpunkt der Aufnahme habe ich keinen Part von dem Spiel veröffentlicht. Weil den ersten Akt zum Beispiel noch gar nicht verarbeitet. Ich hab das Spiel nicht mehr bearbeitet, vielleicht noch was hochgeladen, dann haben wir das fertig gemacht.
ist jetzt rein noch. Tschüss. Rein noch gespielt. Zeitpunkt der Aufnahme. Naja. Aber muss halt auch mal sein, ne? Nö. Ja, weil wir auf der Stecke. Du bist da! Und da willst du stecken, ne? Da, Junge. Krass, hab ja krass versteckt gerade. So, ach ja. Sieh mir das besser mal an. Vielen Dank. Okay, also ich hab auch eine Kalaschnikow. Ja, die Kalaschnikow wollte ich nicht haben. Genau. Feigling! Ja, was? Was? Wo? Was? Ja, natürlich, da mal drin. Ja. Ich höre ein und ich komme mit drei entgegen. Hm? Das finde ich natürlich wieder toll. Keiner. So. Ich meine, es war mit einer der besten Third-Person-Shootereien, die es eigentlich auch gibt. Und jeder Max Payne Teil hat eigentlich auch ein sehr hohes Niveau vom Storytelling. Da ist auch da ist auch der erste Max Payne Teil sehr, sehr stark, nur das Gameplay, was der Story so im Weg stand. Das war tatsächlich sehr schade auch drum. Deswegen, ich würde mich jetzt über Max Payne 1 sehr an den Master freuen. Diese Typen sind bis an die Zähne bewaffnet. Absolut professionell. Ah, okay. Also, okay, dann ist er jetzt schon mittlerweile, müsste die Waffen mittlerweile schon entdeckt haben. Der Max, glaube ich. Aber Max Payne 1 würde ich ganz gerne wieder ein Remake haben. Würde es ein Remake geben, Remaster oder sowas ähnliches, eine neue, wirklich neue Auflage des Spiels, ich würde es nochmal kaufen. Weil Max Payne 1 war schon ziemlich gut, ne, es war halt, das Problem ist, die ganz alten Spiele, die nagen teils an der Zahl, das sind halt dann 10 Jahre alte Spiele, ne, älter. Bald, ich weiß nicht, 18 Jahre alt. Das ist, man merkt es irgendwann einfach. Es ist halt einfach so. Die Zeit entwickelt sich weiter. Wenn jetzt die heutigen Spiele 18 Jahre alt werden, die kannst du noch, die kannst du immer noch spielen. Wenn ich jetzt 2040, die kannst du immer noch Watch Dogs spielen und Scheiße. Die Steuerung ist einfach gut. Mona Sex! Max, hey! Wenn die heiraten, Max Sex. Max Sex. Voller coole Name eigentlich. Nee, MW. So. Ja, wie heißen sie? Ja, ich heiße Frau Sex. Es kommt vielleicht irgendwie. Bisschen komisch. Okay. Sagt er und er rennt von mir weg. Gut. Ach ja. Also, wenn da ein Remaster rauskommen würde, ne? Die heutigen Spiele, in der heutzutage sind wir in einer Entwicklung angekommen. Heutzutage sind wir in eine Spieleentwicklung so weit gekommen, dass man Spiele immer wieder spielen kann. Spiele entwickeln sich nicht mehr. Wir werden sie noch weiterentwickeln. Werden auch neue Mechaniken immer noch wieder entdecken oder neue Dinger. Kapitel 5 aus dem Fenster. Mona, ich weiß, das klingt verrückt, aber du musst die Bullen rufen. Sie müssen herkommen. Es stimmt, du bist verrückt. Ich bin gerade aus der Haft geflohen. Ich würde nicht fragen, wenn... Fahr zur Hölle, Max. Bastard. Okay, ja. Also, wir sind relativ schnell. Alter, warte. Danke. Mona. Klar, natürlich doch einer, ne? Das bringt mich gleich um. Leg sie um! Ist jetzt eigentlich verarschen, dass du mir durch den umbringen willst? Nee, ne? Gut. Das ist ja nett. Ich dachte schon.
So, ja, also heutzutage sind wir halt in der Spieleentwicklung an einem Punkt angekommen, wo man auch, wenn die Spiele altern besser. Max Payne 3, was wir ja bald spielen werden, nach dem Teil hier, da werdet ihr uns merken. Oder ihr spielt doch mal ein Call of Duty von vor 2007, Modern Warfare 1. Spielt das mal und spielt jetzt dann mal einen neueren Call of Duty von, oder den neuesten. Spielt den mal, dann werdet ihr es merken, zum Beispiel, dass sich dann nicht mehr so viel tut, natürlich von der Grafik her, die Animation, okay, aber man ist halt am Punkt angekommen. Das Gebäude fliegt in die Luft, das ist los. Max? Verdammt. Oh. Ungesund. Los. Was? Bitte was? Woran bin ich jetzt gestorben? Habe ich die Munition mitgenommen? Okay, woran bin ich jetzt gestorben? Okay. Bin aber tot umgefallen. War zu viel. Ach ja. Na gut. Ich bin natürlich mal gespannt, wo die Spielentwicklung hingeht, ne? Lootboxen sind wir ja schon, ne? Wir zahlen Inhalte und so ein Scheiß. Damals gab das Spiel auch komplett. Max, was ist los? Das Gebäude fliegt in die Luft. Das ist los. Max? Verdammt! Gib mir... Bin ich eben gestorben? Lag aber nicht in der Sniper, oder? Wäre unlogisch. Was? Natürlich. Natürlich! Glück habe ich gespeichert. Klasse. Ja, wow. Ja, wow. Ich will eigentlich zum Sniper-Modus rein. Aber als ob er den Stand halten kann. Ja, wow, also geil schon mal nicht. Machen wir es so. Ah. Du so. Ja, wenn, wenn man halt direkt so auf die Leute zielen muss, ist es ein bisschen schwieriger. Ach ja, aber ist das ein sehr gutes Spiel? Das ist ein wirklich sehr gutes Spiel. Das kann man echt nur sagen. Würde ich auch sogar noch heute noch empfehlen. Ja, es gibt natürlich auch einige alte Games, ne, die man heute immer noch gut spielen kann. Splinter Cell kann ich sehr empfehlen. Ich weiß nicht, ob alle Splinter Cell Teile auf modernen Rechnern laufen, aber ich glaube ja auch. Ich habe die Splinter Cell Reihe. Max, was geht da vor? Gut, aber es komischerweise ist auch bei alten Spielen komischerweise so, bei einem läuft's auf einmal. Bei einem Windows 10 Besitzer, bei einem nicht. Obwohl das gleiche Betriebssystem ist. Tschüssi! Whee! Au! Au! Und dich! Wirf die Regeln über Bord. Und du gehst mit ihnen unter. Max? Max! Das war nicht mein erster Sturz in dieser Nacht. Ein Vorgeschmack auf das Finale. Immer noch weit vom Boden entfernt. Da! Los jetzt! Max, Gesellschaft. Mona, du musst sie erledigen. Verschaff mir Zeit. Ich konnte nicht ohne sie leben. Penner! Cool, das ist mir jetzt auch noch nicht passiert, muss ich sagen. Wo sind sie denn? Hä, was soll ich denn jetzt machen? Ach so! Oh Gott, die schießen ja auf ihn. Oh nee, bitte nicht. Oh, nicht snipern. Nein! Alter, noch nicht snipern. Alter, ist es denn... Oh nee. Och nee, das ist mit dir scheiß Steuerung. Willst du mich jetzt verarschen? Toll. Das macht das wird, oh, da rein, ich werde da bestimmt nie scheitern. Das wird er im Endeffekt schaffen. Weiß ich jetzt schon, dass ich das, Alter, mit dieser ekligen Steuerung, wo man, Alter, das ist nämlich das Problem. Denn so geht sie. Also so ist es gar,
So ist es gar kein Problem, ne? Wenn ich so oder so zielen will. Aber wenn es ins genaue Zielen geht, dann ist das total der größte Max? Wunder. Max, was geht da vor? Hab ich den Bildschirm gespeichert. Okay, jetzt haben wir schon mal gesehen. Wirf die Regeln über. Wirf die Regeln über Bord. So. Das habe ich aber ein bisschen. Oh Gott, Alter. Oh, Hilfe. Hilfe. Oh nee, ich will nicht. Stopp. Alter, guck mal, das. Oh. Ja, wer denn? Okay, reicht's. Bin wieder da. Irgendeine Idee. Komm rein. In meine Richtung. Ey, da kann ich mehr Max spielen. Ich will kein Alter. Das willst du eigentlich selber können, oder? Ah, jetzt aber nicht mehr, ne? Ist eine Frau dabei jetzt. Musst du dir helfen lassen, ne? Ah, zum Glück kann er auch gut selbst schießen. Mal sehen, ob ich's. Er bringt sie einfach alle um. Geht nicht. Die Tür ist versperrt. Ja, danke für diese Katzen. Die hatten auch Bobby aus dem. Alter, hast du keine Schmerzmittel? Ich muss über den Hof zur nächsten Tür kommen. Du musst ja mir Deckung geben. Du musst dir, ich muss dir Deckung geben. Oh klar, das war doch. Wird auch überhaupt gar kein Problem sein bei dieser. Geil, bei dieser klasse Steuerung. Oh nee. Max, ich bin nicht in Schussposition. Ich muss mich durch das Gebäude zurückziehen, um besser sehen zu können. Ist nicht so, als hätte ich's eilig. Sollen wir weiter Witze reißen? Oder soll ich losgehen? Geh. Na also. Wie meinst du das jetzt? Ah, hier ist ein Führer. Wow, hier geht ich hatte Probleme. Okay. Ich konnte nur hoffen, dass Mona einen Platz mit Überblick über den Hof finden würde und die Söldner rechtzeitig erledigen konnte. Hm? Hä, wo ist denn der Platz? Scheiße. Daran wird es jetzt scheitern. Hier lang. Oder? Ich will sie auf jeden Fall wieder schießen. Okay. Oh, Junge. Oh nein, bitte. Nein! Position. Ich muss mich durch das Gebäude zurückziehen, um besser sehen zu können. Ist nicht so, als hätte ich es eilig. Sollen wir weiter Witze reißen? Oder soll ich losgehen? Na also. Toll, jetzt habe ich auf seine Energie geachtet, habe ich gewundert. Warum ich, Ich hatte Probleme. Ich konnte nur hoffen, dass Mona einen Platz mit Überblick über den Hof finden würde und die Söldner rechtzeitig erledigen konnte. Ja. Wollen natürlich für den Schutzengel spielen, ne? Weißt du, Matt, das kriegst du auch mal alles selber tot, aber ne, jetzt auf einmal nicht mehr. Ey. Einmal ihn ja und einmal ihn ja. Hinlegen. Keine Zeit für dich. Ohne Monas Hilfe wäre ich ein toter Mann. Plötzlich, zum ersten Mal seit einer Ewigkeit, merkte ich, dass ich nicht sterben wollte. Alter, wo geht's denn lang? Hallo? Mona, ich will dich nicht hetzen. Ich suche ein Fenster mit Aussicht. Ja, wo geht's denn hier lang? Alter, wow. Toll, da werde ich jetzt wieder schon schalten, oder? Oh nee, weil man ja auch nicht in Erwin offensichtlich. Mona, mir läuft hier die Zeit davon und die scheinen jede Menge Munition zu haben. Ich suche immer noch das Fenster. Ach ja, Mensch. Dann kämpfst du doch selber. Kannst doch eigentlich auch. Wo denn? Wisst ihr das hier von Ort? Fenster, nein! Ein ernsthaft jetzt? Oh. Mensch, also ohne Witz, man könnte doch einfach ein ganz. Willst du mich jetzt verarschen? Einfach rüber. Danke.
Mensch, ich hab jetzt keinen Zeit für den Blödsinn. Ohne Monas Hilfe wäre ich ein toter Mann. Ja. Ja, du. Kannst du da auch mal rüberspringen? Einfach so? Ja. Oh nee, warum muss man denn so einen Scheiß machen? Ohne Monas Hilfe wäre ich ein toter Mann. Plötzlich, zum ersten Mal seit. Willst du mich jetzt verarschen? Plötzlich, rüberkommen. Zum ersten Mal seit einer Ewigkeit, merkte ich, dass ich nicht sterben wollte. Oh. Da. Ach ja. Zum ersten Mal. Dann. Ich will dich nicht hetzen. Ich suche ein Fenster mit Aussicht. Hilft mir auch nicht irgendwie, dass was freiräumt. Wo denn? Wo ist hier bloß ein Fenster? Mona, mir läuft hier die Zeit davon und die scheinen jede Menge Munition zu haben. Ich suche immer noch das Fenster. Ach da! Ich will dich nicht hetzen. Ja. Max, der Weg ist frei. Ich gehe. Gib mir Deckung. Das war ein Gegner und du. Okay. Das klingt jetzt vielleicht nach Wiederholung, aber die haben mich im Visier. Ich bin dran. Ich bin unterwegs. Zum Gerüst auf die andere Seite des Hofs. Was? Auf die andere Seite des Hofs? Warum denn? Aber warum muss ich denn jetzt alle sein? Alter. Dieses Beschützen, ne? Ist einfach bescheuert. Nein, jetzt muss ich wieder auf die Seite. Ich will auf die Seite. Aber. Ja. Mir lief die Zeit davon. Ich richtete meine Augen auf das Gerüst und hoffte, Mona dort zu sehen. Klar, aber er stört mich dran, aber. Mona, es geht nicht um mich, aber die Typen werden ungeduldig. Können's nicht erwarten, dich zu sehen. Ich bin das Warten wert. Ich bin in einer Sekunde auf dem Gerüst. Alter, jetzt müssen hier noch mehr Gegner kommen. Max, ich bin hier. Hallo, stirb, heute noch. Wo denn jetzt? Auf dem Gerüst sind und wo sind die Gegner? Du willst mir jetzt nicht sagen, dass du mit dem einen Gegner so gehetzt hast, oder? Du willst mir jetzt nicht sagen, dass dieser eine Gedanken Gegner. Bei der Tür. Hier ist ein Durchgang, der auf einen anderen Hof führt. Ich schau mal nach. Ich arbeite mich durch das Gebäude. Wir treffen uns dort. Oh, Alter, willst du mir jetzt doch nicht sagen, dass du wegen einem Gegner so gehetzt hast? Mona, ich hab was gefunden, das mich auf den Beinen hält. Das finde ich klasse. Ganz ehrlich, weißt du, ich bring alle um, aber weißt du, ein Gegner und der kommt aus seinem Leben nicht mal klar. Okay, weißt du, ne? Ja, übertreib. Da kommt irgendwie eine Masse oder was weiß ich, ein paar Gegner, aber du Max, einer. Habe einen Weg gefunden. Ich komme. Hier runter dort. Kapitel 6, der böse Geist der Grube. Mona muss die Sirenen auch gehört haben. Sie war anscheinend nicht allzu glücklich darüber. Verdammt, Max, ich habe dir gesagt, keine Cops. Na, kannst doch keinen runtergucken. Whee! Au. Wie ist ja. Die Aussicht, Mona? Zielt auf die Glasflaschen. Wenn bei so einer Menge würde ich ja nun verstehen, ne? Aber ganz ehrlich, bei der Pissmenge von einem Gegner. Schlechte Nachrichten. Die erste Tür ist auch verschlossen. Schlimmer noch. Alter. Die Söldner sind froh, mich zu sehen. Eine Möglichkeit, Max. Er schießt mal schön auf mich, das ist ein bisschen besser. Ich gehe zur zweiten Tür. Ich gebe dir Deckung. Also ganz ehrlich, dass jetzt jede Tür abgeschlossen ist, ne? Was für ein Zufall. Ach ja, Maxi, Maxi, Maxi Boy.
Mir gehen langsam die Türen aus. Noch eine links über den Hof. Ich brauche Feuerschutz. Bleib, wo du bist. Ich sag dir, wenn ich in Position bin und dir von der anderen Seite Deckung geben kann. Oh, wenn sie es nicht auf die andere Seite des Hofes schaffen würde, würde ich es nicht schaffen, hier lebend rauszukommen. Ganz einfach. Ernsthaft? Jetzt muss ich wieder losrennen. Das ist ein Gegner wieder, ne? Ich sehe Leute schon kommen. Für einen Gegner wieder so... Mona, ich komm nicht klar. Da ist ein Gegner, schießt auf mich. Ich hab töte sonst nur 105.000 Gegner, aber ein Gegner ist mir zu viel. Weil sonst 1.000 töte. Halt die. Klar. Als ob beide das überlebt haben. Also man muss ja so eine super Rüstung haben. Okay, da wollte ich entweder eine ganz entwickelte Rüstung. Ich gehe zur zweiten Tür. Ich gebe dir Deckung. Was? Wieso ich gebe Deckung? Ah, ist nicht gespeichert worden, ne? Verschlossen. Mir gehen langsam die Türen aus. Noch eine links über den Hof. Ich brauche Feuerschutz. Bleib, wo du bist. Ich sag dir, wenn ich in Position bin und dir von der anderen Seite Deckung geben kann. Wenn sie es nicht auf die andere Seite des Hofes schaffen würde, würde ich es nicht schaffen, hier lebend rauszukommen. Ganz einfach. Ja. Du bist doch immer so einer, ne, Max? Haben wir jetzt alle? Frag mal. Der hätte ihn noch nie benutzt, ey. Den will man benutzen. Ich höre ihn. Okay, Action. Action. Wo ist der Kerl? Hä? Auf die Plätze, hallo. Fertig, los! Und los geht's! Die Menge tobt. Oh ne, wo denn? Wo? Und da unten. Wow, what the fuck is this? Ernsthaft jetzt? Und los geht's! Die Menge tobt. Ja, als ob! Ich hab beide angeschossen! Klar! Schüsse. Oh, Alter. Da bin ich, die Tür jetzt geht. Zu. Unter dir führt noch ein Tor aus dem Hof hinaus. Oh ja, dann nimm mal, ja. Ist die letzte Chance? Die Geisterbahn. Du wolltest darüber reden. Was ist passiert? Ja. Und? Und was, Max? Wiederhole, es gibt Probleme. Verdammt, noch mehr Söldner. Mona, kannst du... Max, melde dich. Kannst du mich hören? Bastard. Dieses Kapitel, ne? Ist ja nicht irgendwie so, dass irgendwann vielleicht mal leicht nervig werden könnte. Man muss natürlich auch die 10.000. Tür da. Weißt du? Alle Türen natürlich verschlossen, bis auf die 10.000. Die auf einmal irgendwie auf ist. Und die war auf. Ah, also mancher. Was will das hier unter euch? Schießt er jetzt auf mich irgendwie oder was? Ja, dann noch mehr. Yep. Dumm. Und gleich wieder runter. Du kannst dich ja ganz verpissen.
Die Sirenen waren verkürzt. Mona muss da erleichtert sein. Irgendein Notfall an irgendeinem anderen Ort. Ich glaube, kein Notfall kann wichtiger als anderer. Ah, ich muss mal... Was? Klar. Und tschüss, mein Freund. Dum di dum dum di di di. So. Ein bisschen Energie wenigstens. Gut. Ach Mensch, so, aber irgendwie ist das Kapitel ist ja wirklich hier ein bisschen. Der muss dann darauf. Weil es irgendwie auch total keinen Sinn ergibt, das Kapitel. Ja, ist ja gut. Weil das Kapitel auch irgendwie an sich überhaupt keinen Sinn ergibt, das merkt man, wenn man so viel Hilfe braucht, irgendwie, weiß ich nicht. Der eine halbe Armee. Weißt du, der hat dich mit Horn angelegt. Alleine. Da war sie gar nicht mit dabei. Da war sie schon, aber... hat er dieses Kapitel irgendwie... irgendwie dieses... Was? Wo denn? Geil. Was? Ja. Ach Mensch. Ja toll, danke. Oh wow, er macht eine Ausfallrolle. Ich bin eine Aufwärtskillerin, also. Ich liebe es, Mann. Gut, runter. Wo da oben auch noch, klar. Einfach überall. Mona, ich bin am Rand dieser Grube. Ich sehe einen Weg hier raus. Ich bin am Boden der Grube. Ich suche einen Weg hinauf. Okay, die Söldner wollen nicht, dass wir abhauen. Dann werde ich mal ein Wörtchen mit ihnen reden. Was, wie? Jetzt könnt ihr aber mal alleine kämpfen, oder was? Ja, ist okay. Was
Achso, hier müssen wir rauf. Hier müssen wir rein, ne? Erinnerung, wir hauen hier ab. Die Situation wird anders gelöst. Ja, indem er versterbt. Gut so. Hier ist ein Lift. Ich fahre nach oben. Okay, ich sehe den Lift. Ich bin gleich da. Die Cleaner sind weg. Alles klar. Das Abfeuern einer Waffe ist eine binäre Entscheidung. Abdrücken oder nicht. Stopp! Warten Sie! Max. Halten Sie sich raus, Max. Sie machen alles nur noch schlimmer. Sie wurden suspendiert. Sie ist eine von Ihnen. Sie will mich töten. Ich tue meine Pflicht. Sie ist eine Mordverdächtige. Ich verhafte sie. Sie widersetzt sich und wird erschossen. So sicher wie die Kugel durch Fleisch, Organe und Knochen des Opfers fährt, wird das Bild des Mannes, der den Abzug zieht, zerstört. Ganz ruhig. Zurück, Payne. Blicke ich zurück, sehe ich dieses Bild. Diese Momente. Weiß wie Schnee, töten dich, verändern dich. Du stirbst und lebst weiter, neugeboren. Nein, Mona! Winterson! Los! Lauf weg! Mona! Hier drüben! Halt! Oh! Detective Winterson! Officer getroffen! Er ist über den Rand gefallen! Der böse Geist der Grube. Egal wie lange du brauchst, um nach oben zu klettern. Der Fall dauert nur einen Augenblick. Wie bei einer Sucht. Teil 3. Erwachen aus dem amerikanischen Traum. Ich träumte von meiner Frau. Darin tötete ich sie für meine Geliebte. Wir verlieren ihn. Mehrere Schusswunden. Pupillen erweitert, Schädeltrauma, Gott weiß was. Er steht unter Schock. Zwei große Zugänge intravenös. Intensivstation, sofort. Er reagiert nicht. Der Typ ist am Ende. Wir verlieren ihn. Ich hatte Mona gewählt. Ich fühlte mich, als hätte ich sie verloren. Du bist ein Engel, Max. Oh, oh, ah, ja. Max. 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 Oh. Ja gut, Leute, und ich würde sagen, wie es hier weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Max Payne 2 The Fall of Max Payne. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht bis hierhin. Ich werde hier nochmal einen richtigen Saver machen. Und ja, da habe ich jetzt, bevor ich dieses Let's Play überhaupt auf YouTube veröffentliche, habe ich 2 Akte durchgespielt. Und ich muss sagen, das Spiel ist so viel entspannter als der erste Teil. Es ist so viel besser. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Max Payne 2. Zum letzten Akt mal wieder. Alter, jetzt sind wir wieder letzter Akt. Dann wiegen das voll schon schnell. Wie lange spiele ich jetzt gerade? 3:20? Also lässt den letzten Akt nochmal 2 Stunden gehen, dann spielen wir zu 6 Stunden. Ist ja voll, also so lange ist das Game jetzt nicht. Gut, Leute, mal gucken, wie ich das schneiden werde. Wir sehen uns. Bis dann, Leute. Haut rein und tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch was.